Hallo! Willkommen zurück zu der Show, in der ich Räume aus Gabbys Dollhaus baue. Gabby und die Gabby-Katzen erleben jauchzende Abenteuer in den magischen Räumen ihres Puppenhauses. Heute mache ich das Musikzimmer. Nun ist es Zeit, winzig und funky zu werden. Wenn du auf der Suche nach einem nagelneuen Groove bist, bist du im Musikzimmer von DJ Katzenminze genau richtig. Mit DJ Katzenminze am Mikrofon sind wir startklar, die Party in Gang zu bringen. Zuerst machen wir die Böden. Das Musikzimmer hat violette Böden und einen grünen Teppich mit Katzenohren. Musikraum ist der Ort, an dem du dich so richtig austoben kannst. Die Wände sind sogar mit Regenbogenlinien verziert, die wie ein Notensystem aussehen. DJ Katzenminze liebt Boogie. Machen wir uns also startklar für eine Tanzparty. Jede Party braucht eine Disco-Kugel, um sie katztastisch zu machen. Wenn es Zeit ist zu grooven, kommt DJ Katzenminzes Plattenteller heraus und wir legen Beats auf. Die Plattenteller befinden sich hinter dem Katzenposter an der Wand. Im Musikzimmer wird getanzt und musiziert. Siehst du? Die Wand ist mit katztastischen Musikinstrumenten bedeckt. Es gibt eins für jede Gabby-Katze zum Spielen. Gabby spielt Ukulele. Sie ist etwas ganz Besonderes, weil sie die Form einer Katze hat. Und das Tuba-Spiel von DJ Katzenminze sorgt für Bewegung. Ein weiteres spannendes Instrument im Raum ist die Couch. Du hast richtig gehört. Das Xylo-Sofa von DJ Katzenminze ist ein Instrument, das du mit deinem Po spielen kannst. Aber das Xylo-Sofa ist nicht der einzige Ort, an dem du dein Po ablegen kannst. Hey!
Das Musikzimmer ist voller Plüschsitzsäcke und alle haben Katzenohren. Diese hellen Sitzsäcke gehen rund um den rosa Kätzchentisch in der Mitte des Raums. Der Schlüssel, um dieses Klavier zum Singen zu bringen, sind die guckenden Kätzchen obendrauf. Wenn das Klavier spielt, tanzen die Kätzchen. Denn wenn du die Musik in dir nicht mehr bremsen kannst, ist alles möglich. Was ist der beste Weg, um deinen Sound zu steigern? Ein Musikbaum. Der Musikbaum wächst durch die Decke bis zu Kuschelkatzes Schlafzimmer im nächsten Stockwerk. Der beste Weg, um an die Spitze des Notenbaums zu gelangen, besteht darin, auf die Trommeln zu klettern. Es gibt auch kleine lila Türen auf dem Baum. Radkatz streckt manchmal gerne seinen Kopf aus diesen heraus. Es ist an der Zeit, dem Baum mit den Regenbogenlichtern den letzten Schliff zu geben. Dieses Musikzimmer ist katztastisch. Jetzt ist der erste Stock meines eigenen Gabby-Dollhaus fertig. Alles, was dieses Musikzimmer braucht, sind Gabby und ihre Freunde, um ein paar verrückte Melodien zu schaffen. Apropos Melodien, schalte das nächste Mal ein, um zu sehen, wie ich mehr Räume aus Gabbys Dollhaus baue. Bis zum nächsten Mal!